warum schaut Jesus jetzt so anders aus, als die Erwartungen waren im Alten Testament? Weil du diese Unterschiede streng hast. Und Jesus schafft es, diese unterschiedlichen Arten in sich selbst zu vereinen. Und ich glaube, die Schwierigkeit in der koranischen Tradition ist, dass die gar keine Antwort geben darauf, wer oder was der Messias ist. Die zentrale Figur des Christentums ist bekanntlich Jesus Christus. Das Wort Christus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet dasselbe wie das hebräische Wort Messias, der Gesalbte Gottes. Wusstest du, dass Jesus auch im Islam der Messias ist? Natürlich meinen Christentum und Islam damit unterschiedliche Dinge. Und was genau da der Unterschied ist, siehst du in dem nun folgenden Clip aus der Diskussionsreihe Red mal drüber. Gehen wir zur nächsten Frage. Die sind nämlich echt faszinierend und die Leute haben sich Mühe gegeben, sie zu stellen und hochzuvoten. Was bedeutet Messias in der Bibel? Und der Koran nennt doch auch Jesus Messias. Inwiefern ist Jesus dem Islam nach der Messias, ein Gesalbter? Was bedeutet das? Fangen wir mal zur Abwechslung mit dir an, Garnet. Was bedeutet das, dass Jesus der Messias ist? Genau, also das Wort Messias kommt vom hebräischen Meschiach, also der Gesalbte, im Neuen Testament Christus, Gesalbter. Und die Bedeutung ist, dass das Alte Testament spricht davon, besonders ab den davidischen Texten, davon, dass ein Messias kommen wird, ein ultimativer Gesalbter, der als Erlöser kommen wird, der als Retter kommen wird. Also wir haben hier zum Beispiel ganz berühmt Jesaja 53, dass der Gottesknecht kommen wird, oder Hesekiel 36, dass Gott kommen wird, um seine Schafe zu weiden. Also das sind immer wieder diese messianischen Stellen. Das heißt, es kommt ein Retter, ein Gesalbter Gottes, der Gott selbst ist. Also der Messias wird im Alten Testament auch immer wieder mit dem Begriff Jahwe identifiziert, zum Beispiel in Jesaja 43. Und das ist der kommende Gesalbte Gottes, der Gott selbst ist, der kommt, um die Menschen zu retten. Das ist der Begriff Messias im Alten und im Neuen Testament. Genau. Und stimmt es, dass Jesus auch der Messias ist im Koran? Absolut. Und was bedeutet das da? Wir haben da eine ähnliche Vorstellung vom Messias, wie es Juden haben. Das heißt, Jesus Christus hat diesen Titel, er ist der Messias. Und sie wird in seinem zweiten Kommen für Gerechtigkeit sorgen und er wird die Muslime führen und er wird die Feinde, den Antichristen, wird das heißt, er eliminieren. Er wird wiederkommen. Wir glauben an sein zweites Kommen. Wo ist er jetzt Gott? Wir glauben, dass er im zweiten Himmel emporgehoben wurde, richtig? Mhm. Weil wir glauben nicht, dass er gekreuzigt wurde. Aber er wird wiederkommen und richtig. Im Gericht irgendwas machen. Richtig, oder? Richtig. Im Koran heißt es: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Das heißt, er wurde weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so, denn er wurde emporgehoben zu Gott in den zweiten Himmel und er wird nochmal kommen. Und in Bezug auf Juden hatten zwei Vorstellungen vom Messias. Ein König-Messias oder ein Prophet-Messias. In beiden Fällen hatten sie die Vorstellung von einem Messias, der kommen wird, entweder die Feinde von Israel eliminieren wird oder ein großartiger Priester sein wird. Keiner der Vorstellungen von Juden war, dass er kommen wird und am Kreuz für die Sünden der Menschen sterben wird. Und das Problem hierbei ist, unsere christlichen Mitmenschen projizieren auf das Alte Testament Prophezeiungen, die von Juden nie als messianische Prophezeiungen gesehen wurden. Beispielsweise Jesaja 53, was Gernot erwähnt hat. Aber Jesaja 53 wird meistens angeführt, wo Juden nie das gesehen haben als eine messianische Prophezeiung. Was Juden als messianische Prophezeiung gesehen haben, war beispielsweise Psalm 91, was gerne nicht erwähnt wird von christlichen Mitmenschen, wo ganz klar konstatiert wird, dass ihn, dem Messias, kein Übel treffen wird, dass die Engel ihn in den Händen tragen und emporheben werden, sodass er nicht mal seinen Fuß an einem Stein stoßen wird und dass er den Vater Gott rufen wird und Gott ihn in der Not helfen wird. Und das ist komplett d'accord mit dem islamischen Narrativ. Gibt es irgendeinen anderen Gesalbten noch im Koran oder ist Jesus einzigartig? Also es gibt mehrere Gesalbte in der Bibel zumindest. Ja, aber im Koran. Aber im Koran, nee. Wir glauben, dass nur er der Einzige ist, der Messias ist Christus. Christus ist der, bedeutet Darf ich kurz eine Rückfrage stellen, oder haben wir keine Zeit? Doch. Also wenn du sagst kurz, denken alle ja. Wir beide haben eine andere Definition. Ja, genau. Kurz, also. Fünf Minuten ist ein dehnbarer Begriff. Du machst immer wieder denselben Move, Sertac, der, glaube ich, nicht ganz
der manchmal ein bisschen was verschleiert und so. Sagst du, wir haben dasselbe Verständnis wie die Juden und du unterstellst, unterstellst den Christen, dass die Christen quasi da das Judentum verfälschen. Und dann gehst du in eine Erklärung weiter und sagst, so wie die Juden glauben, kommt er als Muslim wieder und er war Muslim, nichts davon glauben Juden. Denn außerdem kann ich dir die Gegenfrage stellen, also wo genau nimmst du die Information her, dass Psalm 91 messianisch ist und... Von Satan. Nein, was würde? Von Satan. Von Satan nimmst du die Information her, dass... Richtig. Okay, das ist halt eine relativ schlechte Quelle, muss man ehrlich sagen. Nee, das ist eine sehr gute Quelle. Also, ich sag das dir, ist so, wie wenn ich sage, hat Gott wirklich gesagt, dass auch die Schlange die Quelle ist. Ich kann es dir gerne erklären. Problematisch. Matthäus Kapitel 4, Verse 5 bis 6. Jeder kann sie aufmachen. Matthäus Kapitel 4, Verse 5 bis 6. Was macht das Satan? Das ist ein Buch im Neuen Testament. Richtig, wir gehen jetzt auf das Neue Testament. Von einem Juden geschrieben. Von Satan im Neuen Testament. Ich erkläre, ich weiß, das schockiert viele, aber ihr werdet jetzt verstehen, auf was ich hinaus will, okay? Matthäus Kapitel 4, Verse 5 bis 6. Der Satan bringt Jesus auf den Tempel. Er bringt ihn auf den Tempel, okay? Und dann spricht Satan zu Jesus, zu Gott. Satan spricht zu Gott und sagt, lass dich fallen, denn in der Schrift steht geschrieben, er wird dich auf den Händen tragen, sodass du dich nicht mal an einem Stein stoßen wirst. Was sagt Jesus darauf? Sagt er, du lügst? Nein, er sagt, in der Schrift steht auch, dass du den Herrn Gott nicht auf die Probe stellen sollst. Das heißt, Jesus bestätigt das. Manchmal kann der Satan tatsächlich auch die Wahrheit sagen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, von Satan habe ich das. Das heißt, Jesus bestätigt das. Er sagt nicht, das ist falsch. Er sagt, in der Schrift steht auch. Und was ist der Verweis? Der Verweis ist auf Psalm 91. Satan verweist auf Psalm 91 und Jesus bestätigt Psalm 91, wo es heißt, ihn wird kein Übel treffen und keine Plage wird über ihn kommen. Er wird in seiner Not Gott rufen und er wird ihm helfen. Das islamische Narrativ 1:1. Das ist... Ich würde mal sagen, zumindest eine sehr schiefe Hermeneutik. Also man kann das so hinbiegen. Hermeneutik bedeutet die Auslegung des Textes. Also das ist weder eine jüdische Autorität, die du zitiert hast, noch ist das eine Interpretation, die die meisten Kommentatoren der Bibel nehmen würden. Also kann man machen. Ich möchte nur, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich bewusst sind, dass es eine sehr schiefe Interpretation, die auf den Satan zurückgeht und insofern... Im Neuen Testament. Ist da noch eine zusätzliche Frage gekommen zu diesem ganzen Thema Messias. Also wir haben schon gehört, dass Jesus einzigartig ist. Und jetzt ist noch die Frage, warum glauben oder sagen Muslime, dass Jesus ohne Sünde war? Kann das nicht nur etwas Göttliches sein? Also stimmt es, dass Jesus ohne Sünde war für Muslime? Ja, wir glauben, dass alle Propheten Gottes ma'asum sind. Das heißt unbescholten, das heißt sündenfrei. Sie sind geschützt von großen Sünden. Es gibt manche Gelehrte, die sagen, sie sind manchmal kleinen Sünden ausgesetzt gewesen. Aber in unseren Augen als Nicht-Propheten sind das nicht wirklich Sünden. Also man würde das viel mehr als einen Fehler sehen. Beispielsweise wird angeführt, dass Adam vom Baum gegessen hat, ja, weil es vergessen hat. Ja. Das sind so Dinge. Das heißt, es gibt da kein Alleinstehungsmerkmal in Bezug auf Jesus. Wir glauben, alle Propheten sind geschützt von Sünden. Und ja, ich denke, das beantwortet, oder hoffe ich zumindest, beantwortet die Frage. Ich hätte lächeln müssen wegen dem Adam, weil das ist eine super Ausrede. Ich habe vergessen, dass ich nicht von Nee, also wir Muslime, aus Vergessenheit werden wir nicht bestraft. Beziehungsweise beispielsweise jetzt beginnt bald der Monat Ramadan. Und wenn man da jetzt einfach aus dem Habitus heraus etwas trinkt, dann kann man sein Fasten fortführen. Anders ist, wenn du den ganzen Kebab-Teller reinhaust und dann sagst, ich habe vergessen, natürlich, das gilt nicht, aber wenn du jetzt gedacht, aus Versehen, du sollst Gott deinen Herrn nicht auf die Probe stellen, sagt Jesus, also von dem her. Gut, also wir haben gesehen, dass Jesus ohne Sünde war und einzigartig. Okay, ja, cooles Gespräch, a lot to unpack there, würde ich sagen. Der erste Gedanke, den ich so hatte, ist, Sertaj hat eben erwähnt, so wie die Juden sich den Messias vorgestellt haben, war Jesus nicht. Also gerade auch zur Zeit, als Jesus gelebt hat, gab es diese römische Herrschaft über Israel und viele Juden zu der damaligen Zeit haben sich vorgestellt, der Messias wird kommen und militärisch den Sieg über Rom bewirken und wird auf militärische Weise das wieder herstellen. Und Jesus hat da alle Erwartungen eigentlich umgedreht, indem er am Kreuz gestorben ist. Im Judentum ist man auch verflucht, wenn man am Holz stirbt.
Und wir glauben als Christen, dass er eben dadurch ultimativ wirklich alle bösen Mächte bezwungen hat. Das heißt, aus unserer Perspektive kommt mir vor, wir sind sogar stolz darauf oder wir reden sogar ganz offen darüber, dass wir glauben, dass der Messias nicht so ist, wie die Erwartungen, wie die Erwartungen an ihn waren. Man könnte natürlich sagen, dadurch reden wir uns fein sauber raus. Also seine feine Ausrede, ja, war halt nicht so, wie alle gedacht haben. Deswegen ist es wahr. Würdest du sagen, es ist fair, wenn Sertac sagt, okay... Ich sage, es ist ein Ausrede. Ja, genau. Es ist fair, wenn er sagt, okay, so war das nicht erwartet. Das war keine jüdische Konzeption. Vielleicht hast du dazu einen Gedanken. Wie haben Juden den Messias erwartet? Wie erwarten Juden den Messias? Ja. Das sind schon mal zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Also wir haben Juden den Messias erwartet und wir erwarten Juden heute den Messias. Also das Judentum, so wie wir es heute haben, ist eine Tradition, die quasi eigentlich historisch erst in ihrer heutigen Form entsteht nach der Zerstörung Jerusalems, also nach dem Bar Kochba-Aufstand. Hat natürlich seine Wurzeln im babylonischen Exil und in dem quasi Verlust des Tempels durch die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Ja. Quasi erst. Und das Judentum, das muss man auch noch sagen, in der Zeit von Jesus, in der Zeit des zweiten Tempels, hat unterschiedlichste Strömungen. Also das sehen wir schon im Neuen Testament. Da ist von Zeloten die Rede und von Sadduzäern die Rede und von Pharisäern die Rede. Und dann gibt es auch die Qumran-Community und es gibt alle möglichen Gruppen. Es gibt die Leute, die Herodes nahe stehen. Es gibt so viele Gruppen. Es gibt in den Tempeln unterschiedliche Parteien. Also erwarten die Juden, ist eine sehr, sehr breite Frage. Und ich glaube, gerade an der Messias-Frage und gerade an Jesus lässt sich das schön darstellen. Also ich habe Text auch nachgeschaut, ist ja schon eine Weile her, was du Sertac gesagt hast, und natürlich bereite ich diese Sachen auch dann irgendwie nach und denke drüber nach. F.F. Bruce, New Testament History, ein ganz, ganz wichtiger Scholar in dem Bereich, und Professor F.F. Bruce hat eben ein Kapitel in dem Buch, das heißt The Messianic Hope, wo er eben nachforscht, was sind denn die Erwartungen an den Messias? Ja. Und er nennt mindestens drei Stränge, also sie hat das hatte zwei, sind eigentlich mindestens drei Stränge. Das erste ist der davidische Strang. Also quasi, du hast diese Idealform eines Königtums, Jahwe sollte der König sein und David und seine Söhne entsprechen diesem Ideal nicht, aber es wird eines Tages jemand kommen. Und interessanterweise in den Texten, in den Propheten, dort verschwimmen eigentlich zwei Motive. Also das davidische Königtum verschwimmt dann mit dem Tag Jahwes. Also du hast Texte, ich nenne jetzt einmal ein paar Texte, von denen eben ein Text wie Hesekiel 34, 23, ein Text wie Jesaja 43, den ich erwähnt habe, ein Text wie Jesaja 28, ein Text wie Jesaja 32. Also es gibt unterschiedliche Texte in dem Korpus, wo man sieht, es wird eines Tages Jahwe selbst kommen als König. Dann hast du die ganze Gottesknecht-Tradition in dem Ganzen. Das ist die Sertac hier angreift, wenn er über Jesaja 53 redet. Ich habe über Jesaja 43 geredet, glaube bewusst, weil ich einen anderen Strang der Tradition aufgreifen wollte. Aber im sogenannten Deutero-Jesaja, also in den Texten Jesajas, die das babylonische Exil betreffen. In diesen Texten wird immer wieder von dem Gottesknecht geredet. Und da wird eben auch im Jesaja 53, jetzt haben wir Sertac, davon geredet, dass eben dieser Gottesknecht leiden wird für sein Volk, um sein Volk zu erlösen. Und da sind natürlich unterschiedliche Interpretationen dazu. Also manche interpretieren diesen Gottesknecht als Israel. F.F. Bruce in der Forschung sagt, naja, es ist komplizierter. Also er scheint ident zu sein, also er scheint sich mit Israel zu identifizieren, ohne Israel mit Israel ident zu sein. Und das ist ja auch ein Strang, den wir bei Jesus finden. Ja. Als der wahre Israelit nicht Israel selbst ist, sondern die Heiden hinein. Also auch diesen Strang haben wir hier. Ja. Und dann hast du, und die greifen miteinander, also die Texte, die über das davidische Königtum rein sprechen und über Jahwes Kommen, die sprechen dann in dieses Gottesknechttum hinein, quasi in dieses Leiden des Gottesknechtes. Mhm. Und der wiederum, wir rezipieren Daniel, der hat Echos von diesem Gottesknecht.
Texten, in zum Beispiel Kapitel 11 und Kapitel 12, aber hat eben dann auch diese Vision vom Menschensohn, der vom Himmel herabsteigt, um die Welt zu lösen. Und Jesus identifiziert sich auch mit dem. Und der Punkt ist quasi, warum schaut Jesus jetzt so anders aus, als die Erwartungen waren im Alten Testament? Weil du diese Unterschiede streng hast. Ist er jetzt ein davidischer König? Ist er das Kommen Gottes in Herrlichkeit? Ist er der Gottesknecht, der kommt, um zu leiden? Ja. Ist er der Menschensohn, der vom Himmel herabsteigt? All diese Strengungen in der Zeit von Jesus, und das stellt eben auch FF Plus sehr, sehr schön dar, ist es eben so, dass unterschiedliche Parteien unterschiedliche Stränge hervorstreichen. Manche streichen das Kommen eines neuen Königs hervor. Ja. Andere streichen hervor das Leiden Israels als Gottesknechte. Andere streichen hervor, dass eigentlich dieses Königtum sich in der Tora erfüllt hat. Das ist zum Beispiel das Pharisäer. Also du hast unterschiedliche messianische Lesearten. Ja. Ja. Und Jesus schafft es, diese unterschiedlichen Lesearten in sich selbst zu vereinen und damit quasi Dinge auf den Kopf zu stellen. Das ist eine meiner Lieblingspassagen in Offenbarung, ist, wenn in Offenbarung 5 der Seher Johannes hört, seht, dass der Löwe Jude, der gekommen ist, zu siegen, quasi messianische Erwartung, und dreht sich um und sieht ein Lamm, das gekommen ist, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Und das, solche Passagen gibt es immer wieder. Jesus erfüllt diese Prophezeiung, aber er erfüllt sie subversiv und fügt damit das Puzzle zusammen der Identität des Messias, der Identität Jahwes. Und ich glaube, diese Fülle an Texten, also deswegen, wenn der Sertel sagt, wir glauben das, was Juden glauben, A, glauben sie das schon mal nicht, also das habe ich ja eher in dem Text hervorgestrichen, B, ist es komplizierter, als sie es machen, und quasi die Juden glauben an einen Messias, sie glauben nicht an zwei Messias, nicht an drei Messias, das hat manchmal in der Islam-Apologetik gesagt, aber diese unterschiedlichen Stränge werden unterschiedlich bewertet. Und ich glaube, es gibt eigentlich jeden Grund zu glauben, dass Jesus, der von sich behauptet, der Messias zu sein, diese Stränge erfüllt. Ja. Und ich glaube, die Schwierigkeit in der koranischen Tradition ist, dass die gar keine Antwort geben darauf, wer oder was der Messias ist. Also ist er also offensichtlich meinen sie nicht einen davidischen König. Offensichtlich meinen sie nicht das Kommen Jahwes. Ja. Offensichtlich meinen sie auch nicht den Gottesknecht, der leidet. Mhm. Offensichtlich meinen sie auch nicht den Menschensohn, der vom Himmel herabgestiegen ist. Ja. Was meinen die eigentlich? Also denn das Wort Messias zu verwenden, was der Koran macht, was Muslime machen, ist absolut leer, wenn es nicht mit der alttestamentlichen Tradition gefüllt wird. Und eben, da gibt es Unterschiede, also FF Plus dokumentiert, also es gibt unterschiedliche Interpretationsbeispiele, die auch alle in das christliche Muster passen. Ja. Er nennt zum Beispiel die Qumran-Community, die eben zum Beispiel die Gottesknecht- und die Daniel-Tradition sehr, sehr hochstellt. Aber weil sie eine Absonderungs-Community ist, die davidische Tradition nicht hochstellt. Das Christentum verbindet all diese Traditionen, all diese Stränge des Alten Testaments, finden ihre Erfüllung in Jesus. Ja. Gut. Also man kann eigentlich wirklich sagen, auf eine sehr geniale Weise verbindet Jesus all diese Traditionen, all diese Stränge. Man kann wirklich sagen, er ist der wahre Messias. Und im Islam irgendwie ist es ein bisschen ein leerer Begriff, der auch nicht... Also außer meine islamischen muslimischen Freunde haben noch eine Idee, wie sie es besser fühlen können. Herzlich willkommen, schreibt es uns in die Kommentare. Aber mir scheint es, also ich habe noch keine sinnvolle Erklärung gehabt, was Jesus konkret zum Messias macht, wie das konkret mit dieser Erwartung zusammenpasst, die offensichtlich in der Zeit Jesus bestanden hat, in dem Alten Testament besteht. Wie sie, denk an eine berühmte Stelle, die jetzt da gar nicht vorkommt bei FF Bruce. Die Frucht der Eva, die kommt, um der Schlange in den Kopf einzutreten, die aber in die Schlange, in die Ferse beißt. Ja. Wie erfüllt sich diese Geschichte von Rettung, von Leiden auch, also offensichtlich stößt sich hier jemand den Fuß, in der islamischen Geschichte. Diese Schönheit, dieses Versprechen, Gottes zu retten, diese Treue Gottes, die sich durch die Schrift zieht. Ja, sehr interessant. Danke dir, Gernot. Danke euch fürs Zuschauen. Auch eben die Aufforderung, wie Gernot gemeint hat, gerne in den Kommentaren schreiben, gern mit dabei sein bei der Diskussion. Respektvoll natürlich, auf Augenhöhe. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören und Zuschauen. Ich hoffe, dass dir dieser Inhalt gefallen hat, dass er neue, spannende Fragen, neue, spannende Ideen bei dir angeregt hat. Wenn dir der Inhalt gefallen hat, dann teile ihn doch mit anderen, die auch diese spannenden und anregenden Gedanken und Fragen hören sollten, darüber nachdenken sollen.
und hinterlasst uns ein Like. Wenn du noch Einwände hast oder dir noch Fragen eingefallen sind, dann schreib uns doch auf YouTube einen Kommentar oder per E-Mail an profundum@campusaustria.at. Wir würden uns freuen, auch in Zukunft mit dir in Kontakt bleiben zu können. Wenn du mehr von Profundum, was wir tun, was wir machen, was bei uns passiert, hören möchtest, dann abonniere doch den Newsletter. Du findest den Link dazu in der Beschreibungsbox oder auf unserer Homepage. Profundum ist ein Teil von Campus für Christus und ein spendenfinanziertes Projekt. Wenn du gerne mehr solche Inhalte sehen möchtest, freuen wir uns, wenn du uns finanziell unterstützt. Die nötige Information dazu findest du hier im Video eingeblendet oder in der Beschreibungsbox unten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.